Willkommen bei der Operation Violetta Vulkan, unserer dritten Operation im XCOM. Wir haben wieder unser fast gleiches Team mit wie letztes Mal. Nur dieses Mal ist ein anderer Rookie dabei, und zwar ist das Aiko Endo aus Japan. Und die anderen drei Verdächtigen wie Shapiro, Solo zu ihm, und Lawrence kennen wir ja schon. So, wir haben hier. Okay, da drinnen ist ein Melkkanister in dieser Bar, Poolbar oder was auch immer das sein soll. Und ich glaube, hier haben wir zwei. Ich glaube, sind wir. Hier ist, glaube ich, eine Gegnergruppe. Da drüben ist, glaube ich, auch eine. Das ist, die zweite ist immer etwas mühsam zu erreichen. Deswegen werden wir versuchen, um das irgendwie zu umgehen, Folgendes zu machen. Wir werden uns mal hier anstellen. Das ist zwar jetzt verhältnismäßig riskant, weil ich relativ weit laufe, ohne dann irgendwie die Möglichkeit habe, das nochmal zurückzunehmen. Und auch hier neue Felder aufgedeckt habe, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es hier keinen neuen Kontakt gibt. So, das gleiche machen wir hier. Stimme ich daher. Okay, so kann es auch gehen, ne? Gut. Das ist natürlich jetzt sehr ungut. Wie stellen wir hier? Das ist nicht gut, dass du ihn sehen kannst. Ist das nicht Volldeckung? Ja, manchmal ist das mit der Sichtlinie hier etwas kompliziert. Okay, jetzt gibt es das ist ganz ein SMS hier. Kurz ausschalten. Ja, so. Manchmal ist es mit der Sichtlinie etwas blöd, weil ich verstehe nicht ganz, warum man mich sehen kann. Ich bin eigentlich ein Feld hinter der Kante hier. Ich sollte ihn eigentlich nicht. Also ich sollte ihn nicht sehen und er sollte mich nicht sehen. Egal. Jetzt ist es zu spät. Aiko. Stellst dich hierher. Bin unterwegs. Bist du unser. Wir sind jetzt beide unsere. Unsere Lockvögel. So. Wir stellen uns hier mal in Deckung und hier genauso in Deckung. Um dann in der nächsten Runde etwas besser angreifen zu können. Hoffentlich zumindest. Der Typ wird jetzt etwas auf uns zulaufen. Ja, genau. Ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. Und er schießt nicht mal auf uns. Ich weiß nicht genau warum, weil eigentlich hätte er schießen können, aber soll mir auch recht sein. So, Aiko. Oh, es kann sein, dass der jetzt Reflex hat, ne? Das wäre jetzt nicht gut, ne? Also, dass der auf Feldposten ist und deswegen einen Reflexschuss hat, aber. Schauen wir mal. Gut. Da komme ich sowieso nirgends hin. Schauen wir mal, vielleicht kann ich den Reflexschuss von der Distanz. Na. 50% ist zu wenig. Du hast 7 HP und stehst neben dem. Okay, machen wir es so. Ja, Reflexschuss, dachte ich mir. Ich hoffe, es ist jetzt weit genug. Ja, 2 Schaden. Das verkrafte ich noch. So, und jetzt können wir eigentlich schon dazu übergehen, hier. Bin unterwegs. Unseren Rookie vorzustellen. Ich will Folgendes versuchen. Ich will versuchen, den zu töten, weil dann stirbt automatisch der zweite mit. Shapiro brauchen wir nicht so dringend die Erfahrungspunkte wie für Aiko. Deswegen werden wir für Aiko mal. Ja, 45 ist eigentlich relativ wenig. Also wir haben hier 20% durch die niedrige Deckung. Ich könnte theoretisch versuchen, den Tisch zu sprengen. Sieht das aus, dass ich beides treffen, aber. Ich schaue gerade, ob ich den Tisch und den zweiten Sektoriden treffen kann. Wahrscheinlich aber nicht, ne? Ah, oh ja. Machen wir das mal. Eine Granate ist jetzt nicht so wirklich wertvoll. Außerdem stirbt der zweite Sektoriden nicht bei der Explosion, weil er einen HP mehr hat.
So, jetzt werden wir versuchen, den zu töten. Jetzt haben wir noch genug andere Auswege. Sehr schön. Das heißt, Aiko braucht jetzt keinen Kill mehr. Und wird befördert. Zumindest nach der Mission. Weil es gibt ja Erfahrungspunkte nicht nur für... Nicht nur für Abschüsse, sondern auch für die Teilnahme an Missionen selbst. So, da. Das heißt, du kannst hier mal reinwagen. Ich hoffe, dass der keine neuen auf Sunday. Ja. Das haben wir gesucht. Genau. Wenn ich möglichst nahe schon beim Kanister stehe. So, was habe ich hier? Bin unterwegs. Den hole ich mir mal. Du läufst. Das ist blöd, die laufen mal da vorne vorbei und es kann sein, dass da noch Gegner versteckt sind. Deswegen versuchen wir mal hinten vorbei zu laufen. Und zwar machen wir das so. Du läufst dann auch mit. Du nimmst mal dieses Meld hier. Und stellst dich dann mal hier in die Ecke. Du stellst dich jetzt davor. Daher packst du sowieso keinen Abschuss mehr, deswegen ist es nicht so tragisch, wo du stehst. Es ist am Anfang sehr, sehr wichtig, die Distanz zu verringern, bevor man die Gegner aufweckt. Aufweckt ist ein Brüder. Ja, ich glaube, ich habe hier irgendwas gehört, aber naja, gut. So, das heißt, wir stellen den jetzt nicht an die Ecke, weil sobald ich ihn an die Ecke stelle, schaut er automatisch den ganzen Raum an. Also er sieht dann alles, was er von hier sehen könnte. Und schaut quasi den Raum an und weckt eventuell Aliens auf. Das heißt, wir stellen uns hierher und hoffen, dass wir niemanden aktivieren. Ja, sehr schön. Und machen hier so. Begebe mich auf Position. Genau, machen wir so. Machen wir mal auf hier und schauen, ob hier hinten vielleicht jemand ist. Nein, sehr gut. Ah, okay. Was war das für ein Geräusch? Die Geräusche kommen schon vom Ufer selbst. Das geht hier hinten nach dem Hinterhof auf so eine unter so eine Autobahnüberführung vorbei. Und da ist irgendwie das Ufer niedergegangen. So, jetzt schauen wir hier. Sehr gut. Das werden wir. Schauen wir den Rookie auch noch zu. Auf dem Weg. Du stellst dich daher. Dann stürmen wir das Weinregal hier. Und zwar stürmen wir das so, dass wir mit ihm hierher gehen. Okay, es ist eh niemand da. Sehr gut. Hat sich das erledigt. Ich glaube nämlich, hier ist selten bis nie eine Gruppe. Das heißt, ich kann mit ihm wieder zurückgehen. Kann mich da herstellen. Irgendwo da hinten ist das Ufer nämlich. Und der zweite Meldkanister müsste, glaube ich, irgendwo da weiter rechts sein. Das heißt, wir stellen uns mal hier. Nein. Hier. Mit ihm stellen wir uns. Dann haben wir noch den Rookie, den wir bewegen können. Zumindest weit bewegen können. Also ich, da ist nämlich auch große Deckung, also hohe Deckung, genauso wie da. So, ich, also Primärziel, ich stelle mich da her. Sicher, sicher. Also haben wir zumindest diese Bar schon mal gesichert. Ja, das kann man schon nicht gegen. Ja, da in diese Richtung ist das Meld. Also irgendwo hier steht es meistens. Gut. Rookie 4. Immer die Rekruten. Okay. Ist niemand da. Das ist blöd. Das ist nochmal Red Deckung hier. Mit Tiffany können wir uns eher in halbe Deckung wagen, weil sie hat ja diese Verteidigung in Deckung. Also plus 5 Verteidigung in Deckung. Können auch weiter noch vorgehen. Ja, machen wir das noch nicht, weil wollen wir zuerst mal schauen, wie weit wir mit dem schweren kommen.
sie so nicht den hier herstelle. Machen wir das mal. Okay. Er hat immer noch die 2 HP verloren, was nicht optimal ist, weil er hat, glaube ich, er hat keine Weste an. Ja, außerdem, sobald Soldaten verwundet sind, senkt sich ihr Wille. Das ist am Anfang noch total, nicht total egal, aber es hat nur Auswirkungen auf Panik, wenn andere Kampfmitglieder, also andere Verbündete, entweder verwundet oder getötet werden, gibt es immer solche Würfel im Hintergrund, die würfeln, und da wird dann dieser Wille-Wert zugerechnet, und wenn man unter einer gewissen Schwelle bleibt, dann verfällt der Soldat in Panik und lässt sich dann 1, 2 oder 3 Runden nicht steuern und greift entweder Gegner eigene an oder versteckt sich oder läuft davon. Das sehen wir vielleicht irgendwann später nochmal. Ich könnte da hergehen, aber das ist sehr riskant eigentlich. Stattdessen gehe ich mal hierher. Lass mal gut sein. Ich habe jetzt schon genug Meld, um einen Mech-Soldaten aufzubauen, deswegen ist mir das Meld jetzt nicht mehr ganz so wichtig, als man braucht, glaube ich. Moment kurz. 50 Meld. Genau die habe ich jetzt schon. Weil 40 für den Anzug und 10 für die Umwandlung, glaube ich. Oder 5 für die Umwandlung, ich weiß nicht ganz genau. So, jetzt müssen wir mal vorstoßen. Ja, das dachte ich mir fast. Böse kleine ETs. Okay. Wo gehst du hin? Du gehst daher. Du wirst jetzt ein bisschen außen rumgehen, glaube ich. Und zwar hier. Vor allem auch um das Meld einzusammeln, glaube ich. Später dann. Da vorne sieht man schon. Und du gehst hierher. Weil ich denke, die werden sowieso uns angreifen kommen. Dann kann ich später. Splitter sich die C sogar hier, ne? Machen wir das so. Geht sich das aus, ich beide treffe, oder? Ja, ich sehe nichts. So. Naja, beide treffe ich nicht. Ja. Gut. Dann machen wir folgendes. Die Rauchgranate bleibt 2 Runden. Das heißt, ich kann dann die linke Seite von der Deckung des brennenden Wagens hier auch noch verwenden, um von der Rauchgranate zu profitieren. Allerdings das nächste Runde, wenn ich mich hinbewegen kann. So, okay. Du steckst dich. Das heißt, momentan ist wahrscheinlich unser Unterstützer das erste Ziel, das sie anschießen werden. Ja, das ist blöd, ja. Die kommen genau. Ja, ja. Autsch. Oh, ist knapp. Knapp. Gut, sehr schön. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben für das. Naja, das sehe ich jetzt noch gar nicht. Schön. Gut. Allerdings bietet sich hier die wahnsinnig gute Gelegenheit, den Typen in einer Flanke zu legen. Das heißt, das werde ich auch wahrnehmen. Wir müssen aufpassen, weil hier ist das Raumschiff, das runtergegangen, also das UFO, und da drinnen ist noch jemand. Zumindest ein Einzelner. Und der könnte ja dann unangenehm sein, wenn ich da mich zu weit aus dem Fenster lehne. Deswegen. Scheiße, mir gepflegt auf den. Und machen so. 3 Runden, das geht sich noch aus. Das heißt, ich muss mich nicht übermäßig beeilen. Habe allerdings nur 3 Personen jetzt, die ich verwenden kann, um die 2 hier auszuradieren. So. Wie schaut es mit der Rakete aus? Ich treffe natürlich den da hinten. Ziemlich sicher auch. Was wir machen können, ist, wir können den vorderen mit der Rakete erledigen. Das Problem ist, dass der hintere wahrscheinlich sich verziehen wird dann, und ich will meine eigene Deckung dann auch nicht so stark dezimieren, aber probieren wir es mal so. Dadurch sprengen wir zwar jetzt einen Gegner in die Luft, aber. Ja, okay. Zumindest ist die unmittelbare Gefahr hier gebannt. Und ich kann mich mit meinem Rookie wieder etwas freier bewegen. Kann ich mit dem hier. Stell ich mal hierher. Ah,
Da ist er in der Flanke, das ist sehr gut. Das heißt, er wird sich von dort auf jeden Fall wegbewegen und nicht auf ihn schießen. Oder zumindest ziemlich sicher nicht auf ihn schießen. Und wenn er dann nach rechts läuft, habe ich den Vorteil, dass wahrscheinlich der Rekrut auf ihn schießt. Also okay. Oder er kann auch ganz davon laufen. Gut, dann nicht. Holen wir uns auf jeden Fall mal dieses Meldzeug. Das Ganze ist jetzt nicht so tragisch, dass unser Sturm jetzt so weit weg ist von der Gruppe, weil ich will dann das UFO sowieso von zwei verschiedenen Seiten quasi einnehmen gleichzeitig, weil das dann deutlich einfacher ist. So, was machen wir hier? Stell mich mal hierher. Das scheint mir am sichersten zu sein. Ja, sehr schön, sehr schön. Das geht sich natürlich nicht aus. Das ist immer eine halbe Deckung hier, ich wette, verdammt. Okay, ich stelle mich mal hierher. Ich hätte natürlich auch meinen Schweren heilen können. Das wäre vielleicht gar keine so eine blöde Idee gewesen. Vielleicht sehen wir ihn hier. Nein, sehen wir nicht. Das heißt, wir stellen uns neben einen Feldposten und passt. Das heißt, der wird jetzt wieder Reis ausnehmen. Ich da mal Sie treten aus. Den Rückzug an! Ja. So, und jetzt sammeln wir als erstes mal unser Melder. Dann hier. Ei, Scheit! Ich bin nicht der Schlauste, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt muss ich schauen, ob ich den. Ja, diese Runde ist wahrscheinlich illusionär, dass ich den töten kann. Was ich aber allerdings trotzdem mache, ist, ich aktiviere Sturm und Schuss, stelle mich hierher, mache Feldposten. Dann gehe ich hierher und mache Feldposten. Weil der Typ wird wahrscheinlich aus diesem Ausgang rauskommen und dann habe ich zwei Chancen, ihn mit einem Feldpostenschuss zu wischen. Oder drei Chancen sogar. Mit dem Schweren hier jetzt. Ich habe immer noch den einen da hinten nicht erledigt. Eigentlich wollte ich das Ufer von zwei Seiten stürmen. Oh, oh, cool. Probieren wir es mal. Sehr schön. Okay, das geht natürlich auch. Da kommt wieder unser böser IT. Feldposten. Na ja, klar. Gut. Und wenn wir den Feldpostenschuss irgendwie abfangen wollen. Versuchen wir es mal. Das Tolle ist, wenn man eine Doppelbewegung macht, also schnell läuft, bekommt man zu den 45 Verteidigungen, die man normalerweise hat, noch 20 dazu und das ist quasi 65 Verteidigung. Man kann schlechter getroffen werden, wenn man sich ja schneller bewegt und wie auch immer, keine Ahnung. Der steht jetzt in halber Deckung, das ist nicht so gut. Bin unterwegs. Ich fürchte fast, ich werde ihn von da nicht sehen, oder? Ja. Ich habe keine Granaten mehr bei hier. Ah, verdammt. Da sehe ich ihn auch nicht, oder? Oh ja, sehr schön. 47 und 50. Und hier haben wir noch. Feldposten machen und wir schießen einfach zweimal drauf, hätte ich gesagt. Ja, schießen wir zweimal drauf. Daneben, macht nichts. Getroffen. Ein weiterer Sieg. Sehr gut. Nicht allzu schwerer Einsatz gewesen. Vor allem auch deswegen, weil wir mit unseren Ressourcen gut ausgehalten haben. Ich finde diesen durchgestrichenen Alien-Kopf auf unserem Sky Ranger sehr niedlich. So, und wir haben noch einen Unterstützer. Ich hätte gerne einen zweiten Sturm oder einen Scharfschützen gehabt. Ich brauche nämlich noch einen zweiten Scharfschützen. Für später dann. Und wir haben bekommen. Oh, neue Forschung verfügbar. Schalenrüstung, die ist dann verfügbar, sobald man Alien-Material erforscht hat und den ersten UFO-Kommandant. UFO-Kommandant.
Kommandanten, ja, besiegt hat. Also das war der Typ, der sich aus dem Kristall geformt hat. Und ein Alien-Nav-Computer ist in den UFOs immer drinnen, wenn man... Also manchmal ist er beschädigt, manchmal ist er intakt. Ich glaube, der ist intakt jetzt. Dann haben wir aus dem UFO noch 11 Illyrium, das ist so ein Material der Aliens, und 31 Alien-Legierungen bekommen, mit denen wir Sachen bauen können und so. 4 Sektoiden, 8 Waffenfragmente, 20 Meld und UFO-Flugcomputer 2 und eine Energiequelle, die beschädigt ist. Ja, die können wir gleich verkaufen. Okay, verkaufen wir mal die beschädigte Energiequelle. Genau, mit der kann man weder verwenden, um etwas zu bauen, noch etwas erforschen. Deswegen können wir die getrost verkaufen. Bei Flugcomputern ist es so, die muss man zuerst erforschen. Und später muss man sie verwenden, um Upgrades für die Jäger bzw. neue Jäger zu bauen. Also zu Abfangjäger. Es gibt dann spezielle Abfangjäger. Die brauchen, glaube ich, Flugcomputer. Rest kennen wir schon. Also dieses Leere muss ich auch noch separat erforschen. Das ist ein komisches Material, wie auch immer. Yep. So, schauen wir mal, wie es in der Technikabteilung ausschaut. Nichts Neues da. Einrichtungen bauen. Da wollte ich den... Kann ich mir noch nicht leisten. 111, da fehlen mir noch 9. 19 auf einen Workshop. Schauen wir mal, ob ich für 19 irgendwas verkaufen kann. Jetzt 3 und 1, 2, das geht sich aus. Verkaufen wir das mal und dann bauen wir hier eine Technikabteilung. Also eine Werkstatt noch. Sehr schön. Aufzug ist auch bald fertig, dann habe ich 0. 0 Credits! Super, und das nicht mal am halben Weg durch März. Wahnsinn. Ich gebe die Kohle aus, kein Problem. Also, das nächste ist wahrscheinlich die Xenobiologie fertig werden. Nein, wir haben schon wieder eine Entführung. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. So, wir haben wieder 3 Schauplätze. Einer in China, einer in Argentinien, einer in Ägypten. In dem Fall jetzt... Also... Das ist so... Wie viel? Okay, das ist 1. Das ist auch 1. Schauen wir mal das Lagerzentrum an. Also, Lagerzentrum. Wir haben einen in Brasilien, einen in Ägypten und einen in China. Ich werde wahrscheinlich den in China nehmen. Und zwar aus... nein. Das ist ein schwerer, oder? Ja. Also, China ist wahrscheinlich am intelligentesten, weil sonst kommt Indien noch einen Punkt drauf und China 2 Punkte drauf und wir haben hier 2 Vierer. Während wir hier sowieso noch genug Platz haben. Allerdings, die Belohnung ist in China ein neuer Rekrut, und zwar ist ein Sergeant und eine schwere Angriffseinheit wieder. Das Problem ist, ich brauche eigentlich keine schwere Angriffseinheit, ich brauche eigentlich einen Scharfschützen oder einen Sturm. Weil die 4 Wissenschaftler sind jetzt nicht so wichtig, aber die 200 würden mir schon deutlich helfen für nächstes Monat. Aber ich würde gern vermeiden, in Asien so viele Satelliten so schnell aufstellen zu müssen, weil ich habe diesen Kontinentbonus schon und die Satelliten hier sind ja quasi dann verschwendet, weil sie nicht dazu beitragen, einen Kontinentbonus herbeizuführen. Und ich weiß, ich kann im nächsten Monat weitere 3 Satelliten raufschicken, von denen ich aber 2 hier verwenden will für Argentinien und Brasilien. Das heißt, ich will Brasilien auf keinen Fall jetzt machen und Argentinien sowieso auch nicht. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall mal China nehmen. Also, auch wenn die Belohnung in China jetzt nicht optimal ist, aber da habe ich noch genug quasi panikfrei. In Argentinien und Brasilien setze ich im zweiten Monat sowieso die Satelliten rauf, weil der Kontinentbonus nur 2 Länder braucht und der Kontinentbonus im zweiten Monat sehr interessant und wichtig wird. Während China, wie gesagt, können wir die Panik in Asien kontrollieren und so weiter und so fort. Ja, machen wir das so. Also, auf nach China! So, ich würde wirklich gerne... Ich brauche eigentlich den zweiten Unterstützer nicht, also... Ich werde jetzt Morel mitnehmen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil
ich mal anfangen sollte, ihm auch XP zu geben. Ich dachte eigentlich, ich komme schneller. Ich kann mir auf jeden Fall nämlich nach dem Einsatz in der Offiziersschule die neue Truppengröße kaufen. Die kostet 27 Credits, glaube ich. Das kann ich mir durch Verkaufen der Sachen, die ich jetzt bekomme, auf jeden Fall leisten. Und dann kann ich schon 5 mitnehmen, allerdings hätte ich gern das... Nehmen wir einen Rookie mit oder unseren Scharfschützen? Weil unser... Okay, wir haben sowieso... Okay, irgendwas... Oh, unser Schwer ist verletzt. Tja, das ist natürlich nicht so gut. Übrigens, er hat 2 Schaden genommen während der Mission. Egal, ob ich ihn jetzt geheilt hätte oder nicht während der Mission, er bleibt trotzdem verwundet. Das heißt, wenn er mal Schaden genommen hat, bleibt er verwundet. Und auch wenn ich die Schaden komplett hochheile und er die Mission dann zu Ende ist, ändert es nichts daran, dass er trotzdem verwundet bleibt. Okay, also... Machen wir es am blödesten. Wir haben nämlich keine Rakete jetzt mit. Dann machen wir es so, ja. Ist okay. Gegenstände abgeben. Die 2 bleiben sowieso vorne. Du bekommst noch die weiße Rüstung. Ja, passt. Sichtkontakt mit. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Lokale Regierungstruppen berichten von einem gezielten Angriff der Aliens in einem bevölkerungsreichen Gebiet. Sie zählen auf unsere Unterstützung. So, und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei der Operation Finaler Abend. Ich hoffe, dass es nicht allzu schwierig wird, weil wir haben nicht die optimale Truppenkomposition mit. Allerdings, wir sollten das schon schaffen können. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß!